Das Wheels & Waves Festival, ein einzigartiges Zusammentreffen von Custom-Bikes, Surfen und Kunst am Strand von Biarritz. Freiheit und Individualität, das zeigen die Teilnehmer Motorräder. Fast alle liebevoll umgebaute Unikate. Erlaubt ist, was gefällt. Das hier ist ein Ort, zu dem jeder mitbringen kann, was er möchte, was er in seiner Garage gebaut hat. Es ist hochinteressant, die Kreativität der Menschen hier auf diesem Festival zu bestaunen. Bei welchem Hersteller das Motorrad ursprünglich mal gefertigt wurde, spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle. Von der Harley bis zur BMW ist hier nahezu alles vertreten. Wir leben in den Alpen und da können wir die Kühe einfangen. Wir haben das Reservoir, das wir rosten lassen. Das rostet schön vor sich hin. Bier haben wir dabei. Und wenn es dann wirklich gefährlich ist, können wir dann noch zum Essen greifen. Und BMW war so ein bisschen das Bike, das wir wollten. Eine R100 1981. Und wir haben die ein bisschen für unsere Bedürfnisse zusammengestellt, customized. In diesem besonderen Rahmen präsentiert BMW Motorrad der Weltöffentlichkeit erstmals die BMW-Interpretation eines Scramblers, die BMW Concept Path 22. Sie basiert auf der R90. Wir haben einfach die Fahrwerke ein bisschen höher gemacht. Wir haben einen richtigen Auspuff dazu gebaut, also einen höhergelegten Auspuff. Andere Räder, also 17 hinten, 19 Zoll vorne, auch für dieses Motorrad speziell gefräst. Und auch kleine Einzelsitzbank, kleine Höcker hinten. Ein Scrambler ist der Inbegriff eines Motorrads jenseits der etablierten Standards und Konventionen. Leistungsdaten sind uninteressant, Style und Originalität umso wichtiger. 1 Höhepunkt des Wheels & Waves Festivals, das Punks Peak Race. Mit am Start die BMW Concept Path 22. Angetrieben wird das Concept Bike vom BMW-typischen Zweizylinder-Boxermotor mit Kardanantrieb. Typische Scrambler-Merkmale wie Stollenreifen, ein größeres Vorderrad, etwas längere Federwege und ein hochgelegter Auspuff lassen das Bike auf Kies oder Sand mühelos vorwärts kommen. Bemalt wurde das Bike von Künstlern, die Motorradfahren im Blut haben. Die BMW Concept Path 22 inspiriert schon hier auf dem Wheels & Waves Festival die nachkommende Biker-Generation.